spiegelt sich. Ja, genau. Wundert mich, dass es einen vierten Stock gibt. Ich dachte, 4 ist eine Unglückszahl. Geh in den ersten Stock. Ich glaube, keine Krankenschwester würde solche Schuhe anziehen. Außer es ist Teil der Uniform, weil das irgendwie alle da liegen. Weil ich den ganzen Tag unterwegs bin, würde ich vermutlich eher nichts mit Absätzen tragen. Also gar nichts. Ist nicht der größte Absatz, aber trotzdem. Ist alles so pink hier. Ich sollte vielleicht nicht so todesmutig hier durchlaufen, wa? Das war, glaube ich, diese Krankenakte. Okay, wenn wir jetzt eh gehen. Habe ich das gelesen? Ja. Nur raus hier. みんな消えたのかな。だろうな。あいつの計画通りなら外との連絡も遮断されているはずだ。ずっとあいつを追っていたのか。ああ、やられちまったけどな。無駄話は終わりだ。行くぞ。 行き先は幽玄坂だ。 なんだこの霧。 ここはダメだ。 引き返せ。 Gefährlicher Nebel. Nebel zieht dir Leben, entzieht dir Leben und kann dich umbringen. Du tust gut daran, nicht allzu lange drin zu stehen. Aber da ist was. Ich wüsste gerne, was er sagt. Ikimasho. Ich kenne zwar das ein oder andere Wort, aber ich weiß nicht, was sie heißen. Also gut, Mina-san, Konnichiwa, guten Tag zusammen. Und damit hört's auch auf.
ist ja noch sehr straightforward, also ohne, dass ich jetzt groß frei erkunden darf. Sage ich jetzt mal so, mal gucken, ob das so bleibt. Oder ob das jetzt halt am Anfang so ist. Falscher Knopf. Falsche Taste. Was haben wir denn hier? Das ist ein Erdbeer-Daifuku. Klebereiskuchen mit Erdbeerfüllung. Die perfekte Mischung aus süß und sauer. Das ist ein Onigiri Katsuobushi. Das ist mit Sojasauce und gekochten Thunfisch. Und das hier ist salzig mit eingelegten Pflaumen. Klingt jetzt nicht so lecker, muss ich gestehen. Es gibt zwar Salz- und Süßkombinationen, die ich ganz gerne mag, aber das jetzt irgendwie nicht. Wir haben einen Energy Drink. Die wirksame Mischung aus Zucker und Koffein sorgt für den Energieschub von Dingenskirchen. Ich kenne nur Poker. Grünen Tee. Eine Teesorte, die in Japan so unglaublich beliebt ist, dass sie schon fast als Wahrzeichen der Nation gilt. Da liegt was. Ups. Unvollständige Nachricht. Tut mir leid, ich fühle mich nicht so gut. Werde nach Hause gehen. Irgendwas ist heute komisch in Shibuya. Du solltest lieber auch heimgehen. Und dieser Nebel ist... Moment. Was für ein ekelhaftes Wetter. Da ist grüner Tee. Könnte ich mir jetzt... Oi, muri suru na, modore! Also die Abfrage, wo sich der Nebel befindet und wo sich unser Charakter befindet, ist ein bisschen arg streng. Just saying. Da ist Geld drin. Gelbe Ätherkristalle. Während du Shibuya erkundest, stößt du gelegentlich auf leuchtende gelbe Ätherkristalle. Zerstöre sie, um wertvolle Maika zu sammeln. Maika. Aber an die anderen beiden konnte ich nicht ran, weil die waren im Nebel drin. Vielleicht komme ich da später dran. Wenn dann da kein Nebel ist. Ich bin so ein Observationstalent heute. Das ist unglaublich. Hasch. Die absolut Silent Bar. Und das in einer Metropole wie Shibuya. Nandaro. So Silence ist es da drin aber nicht. Da ist ein Saxophon. Okay, ich habe hier nichts liegen lassen. Ich möchte gerne so viel aufsammeln, wie ich kann. Von 8 bis 9 und von 10 bis 8. Okay. Aber wie komme ich... Irgendwas war gerade mit meinem Controller merkwürdig. Das Spiel hat mich gedreht. Komme ich da nicht rein? Liebes Spiel. Wie komme ich in die Haschbar? Was? Oh. Au. Oh.
Ich wusste nicht, dass die mit Sachen schmeißen können. Das hat mir das Spiel nicht gesagt, dass die mit Sachen schmeißen können. Ist das nicht in der Bar? Ach so. Alter, wie hier mal gleich panische Schnappatmung kriegen. Und dann krieg ich panische Schnappatmung. Ach, da hätte ich ein Fahrrad gehabt. Ach, na gut. Kann ich da rein? できるみたいだな。おい、社の中を調べてみろ。この鳥から霧が出ていたのか。みたいだな。お前が浄化できるとは思わなかったよ。社を調べろよ。何かあるぞ。 Was ist das denn? Ja, das weiß ich ja noch gar nicht. Das Spiel erzählt mir ja nichts und ich bin vermutlich wieder einfach zu weit voraus. Deswegen hat mir das Spiel nichts gesagt. Wo will ich denn hin? Gut, geh mal in den Schrein. Hallo? Hallo? Es klang, als hätte er eine Katze geworfen. Kann ich einfach was aus dem Tempel mitnehmen? ようなものはあるな. Sagte sie und hob einfach was auf und steckte es ein. Ein Kagura Suzu, ein kurzer Stab, an dem mehrere Glöckchen befestigt sind. Shinto-Schreinpriesterinnen benutzen sie bei rituellen Kagura-Tänzen. Das ist so ein Papier-Ding. Was mache ich denn damit? Du hast 10 neue Katatoshi freigeschaltet. Was habe ich freigeschalten? Ach, das muss man mir nicht erklären. Alles gut. Aber ich wollte... Was mache ich denn? Aber ich wollte mal hier... Irgendwie funktioniert mein LB-Button nicht so richtig hier in dem Menü. Das ist ganz merkwürdig. Eine Horde von Besuchern blockiert den Weg in die Straße von Shibuya. Es findet von... Das ist einfach nur Musik.
Ich verstehe. Da habe ich diesen Stab. Aber dieses Papierding habe ich da jetzt nicht drin gehabt. Ich bleib einfach hier drin. Ja, ein Hund. Wirklich gerne wissen, was man damit macht. Achso, da wollte ich nicht, dass ich in das Hasch gehe. Da ging es um den Tempel. Manchmal so eindeutig, was das Spiel von einem möchte, finde ich. Hund. Ein Shiba. Was ist denn da hinten? あれを見ろ。止めるぞ。今ならまだ助けられる。これ以上奴らに好き勝手させるな。 Ja, dann lass mich doch jetzt auch. そっちじゃない。あの霊を助けるんだろう。戻れ。 霊になったか。こいつらを助けられるかどうか。さっきの片城を使ってみろ。 吸い込まれた。うまくいったか。あとは近くに公衆電話はないか。今時そんなもの。いいから探せよ。 Hat da eben 299. 299. Ich finde eine Telefonzelle. Ach, das ist wohl der Schrein, okay. Soll ich die denn hernehmen? Ich würde gerne in die Läden rein. Jammer, jammer. Hier müsste wohl eine sein, wenn ich jetzt die Karte richtig deute. Vier Geister absorbiert? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Telefonzelle. Noch ein Hundi. Scheint auch ein Shiba zu sein, aber eine andere Farbe. Hatta jo. Jiwaki o tore. Ore ga tsunagu. Nani kore? Edo ga tsukutta sōchi da. Soko ni katashiro o kazase.霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ。この装置。<笑>
いつ。余計なことを。私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。Ich bin aber der Protagonist. 邪魔するなだと。なら、渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。Was? 240.000? Es gibt auch noch Plan B, eine Aufzeichnung von Ed, in der er über den Geisttransmitter spricht. このレコーダー、エドのものだな。Ach. Okay. Bevor ich das lese, müsste ich ganz kurz auf die Toilette. Ich bin gleich wieder da. Moment. So, da bin ich wieder. Katashiro. Puppenähnliche Objekte in Menschenform. Die bestehen aus Papier oder Holz und werden seit uralten Zeiten in der japanischen Kunst eingesetzt. Katashiro in Shinto-Zeremonien Ohare genannt, werden an kranke Körperteile gehalten, um die darin enthaltene Verderbnis zu absorbieren. Anschließend werden sie in einem Medium wie Wasser entsorgt, um den Reinigungsprozess zu vollenden. Neben ihren reinigenden Fähigkeiten könnten Katashiro auch Geister beherbergen. Jene mit spiritueller Kraft können sie daher als Gefäß verwenden, um Geister einzufangen, die nach dem Tod weiter auf der Erde wandeln. Ich verstehe das. Wollte ich nicht. Ich war doch noch gar nicht fertig. Okay, das sind die ganzen Nachrichten, die wir bisher gefunden haben. Das ist unser Charakter. Regenläufer, Besucher, die aus den Herzen derer entstehen, die sich für die Arbeit bis zur völligen Erschöpfung verausgabt haben. Sie widmen sich ebenso hingebungsvoll ihren neuen Aufgaben, die Lebenskraft der Lebenden zu stehlen. Das könnte so ein modernes Ding sein. Hanya, ein geheimnisvoller Mann mit einer Hanya-Maske aus dem No-Theater. Er soll mit dem Massenverschwinden in Shibuya in Zusammenhang stehen. Er verletzt Akito schwer, bevor er dessen Schwester Mari mitnimmt. Ed, einer von KKs Verbündeten, zugleich der Erfinder des Geisttransmitters. Mari, vollständiger Name. Mari Izuki, als Akito Izukis 17-jährige kleine Schwester und Oberstufenschülerin. Ach, Akito. Ja. Nach einem Wohnungsbrand liegt sie mit schweren Verbrennungen bewusstlos im Zentralkrankenhaus von Shibuya. Hanya entführt sie, damit er sie für seine Zeremonie benutzen kann. Also ich habe jetzt keine großen Verletzungen sehen können an ihr. Ich dachte, sie liegt einfach im Koma. Keke ist der Geist eines toten Mannes, der von Akitos Körper Besitz ergreift, nachdem dieser bei einem Unfall beinahe tödliche Verletzungen erlitten hat. Keke möchte sich an Hanya rechnen. Ich hatte jetzt das jetzt so verstanden, dass Akito schon tot ist. Also das... Wenn ihr das auch mit Dings spielen wollt, mit Controller, hier zu manövrieren, hier mit dem Analogstick. Katastrophe, benutzt das D-Pad. Akito, vollständiger Name Akito Izuki, ein 22-jähriger Student, der in Shibuya in einen schrecklichen Unfall verwickelt war. Als sein Leben am seinen Faden hängt, wird er durch das Verschmelzen mit einem mysteriösen, schattenhaften Wesen gerettet. Nachdem er sein Leben durch die Hand eines Mannes mit einer Hanya-Maske verliert, verschmilzt Akito mit einer schattenhaften Gestalt, die sich selbst KK nennt, und kehrt in die Welt der Lebenden zurück. Gemeinsam folgen sie beiden Hanya, der Akitos jüngere Schwester Mari entführt hat. Das wollte ich nicht.
so viel. Onigiri, die Variante mit Sojasauce und Thunfisch. Eine klassische Auswahl Onigiri mit Sojasauce und getrocknetem Thunfisch. Der Thunfisch wird Katsuobushi genannt und er hat in der japanischen Küche eine lange Tradition. Er wird schon so lange verwendet, dass er sogar im wo auch immer da erwähnt wird, eine alten Chronik der japanischen Mythologie. Ach so, da. Da, das tut mir leid, wenn ich hier Namen verkehrtätige, aber ich bin echt nicht gut, wenn ich die Namen nicht schon mal kenne. Eine gesündere Art von Onigiri mit salzig eingelegten Pflaumen. Diese Pflaumen werden antibakteriellen Eigenschaften zugeschrieben. Außerdem passen sie gut zu anderen konservierten Lebensmitteln. Das ist der Umeboshi Onigiri. Schon wieder falsch. Inari Sushi. Taschen aus frittierten Tofu mit in Essig getränkten Sushi-Reis. Das klingt jetzt mal nicht so schlecht, muss ich sagen. Inari Sushi stammt aus der Edo-Periode 1603 bis 1868. Es ist als günstiger und schnell zubereiteter Snack beliebt, den manchen sogar als das erste japanische Fastfood bezeichnen. Zur Namensherkunft gibt es verschiedene Theorien. Eine besagt, der Name stamme von Ukanomitama ab, der Schutzgöttin der Inari-Schreine, deren Botenfüchse diesen Snack angeblich sehr gerne mögen sollen. Die Yakitori, die Hähnchenspieße in Süß-Sauersoße, die traditionell auf einem Spieß gegart werden. Die ersten Yakitori-Stände kamen erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Japan auf. Ab dem 20. Jahrhundert waren diese Stände dann häufig in der Nähe von Bahnhöfen zu sehen und richteten sich vorwiegend an Büroangestellte, die auf dem Weg eine schnelle Mahlzeit brauchen. Der Erdbeer Daifuku, ein Klebereiskuchen mit Erdbeerfüllung, die perfekte Mischung aus süß und sauer. Unter Daifuku versteht man im Allgemeinen eine Teigtasche, die mit roter Bohnenpaste gefüllt und mit Klebereismehl umhüllt wird. Also die Bohnenpaste, das mag sein, dass die Japaner das lieben. Ich bin da echt kein Fan von dem Zeug. Diese Sorte entstammt dem Daifuku-Mochi, der aus der Edo-Zeit 1603 bis 1868 stammt. Der Erdbeer-Daifuku hat seinen Ursprung im 20. Jahrhundert und ist somit eine jüngere Erfindung als traditioneller Daifuku. Allerdings ist der Snack nicht weniger beliebt als sein älterer Verwandter. Vermutlich heißt es einfach nur Daifuku oder so. Gibt ja manche U's, die man nicht mitspricht im Japanischen. Auch wenn das Wort Daifuku gleich ausgesprochen wird, bedeutet Daifuku im Daifuku-Mochi ursprünglich großer Magen, während die heutige Bezeichnung die verheißungsvollere Bedeutung großes Glück trägt. Okay. Gut. Oh, wir haben bald Synergiestufe 3. Grüner Tee, eine Teesorte, die in Japan so weit verbreitet ist, dass sie das Land auf traditioneller Ebene repräsentiert. Studien haben gezeigt, dass grüner Tee den Blutcholesterinspiegel senken und den Körperfettanteil dank des reichlich vorhandenen Catechin, was auch immer da steht und Vitamin C regulieren kann. Der Tee war ursprünglich eher bräunlich und erhielt erst während der Edo-Periode im 18. Jahrhundert seine kräftige grüne Färbung. Daraufhin wurde er immer beliebter, bis er schließlich allgegenwärtig repräsentiert war und ich benutze immer den falschen Stick, um darunter zu scrollen. Die globale Grüntee-Exporte haben sich in den vergangenen Jahrzehnten verdoppelt, was die Beliebtheit der japanischen Küche im Westen und einem weltweit steigenden Interesse, ich habe keine Ahnung, was ich schon manchmal lese, in einer gesunden Ernährung zu verdanken ist. Energy Drink, die wirksame Mischung aus Zucker und Koffein, sorgt für einen Energieschub. Diese Getränke sollen angeblich Energie liefern, allerdings sind diese Behauptungen nicht medizinisch nachgewiesen. Naja, Zucker und Koffein pushen schon so ein bisschen, aber gesund ist das auf Dauer nicht mit dem Ding. Was ist Onigiri? Kein Fingerfood repräsentiert so sehr
wie was kein Fingerfood repräsentiert. Japan, so sehr wie Reisbällchen genannt Onigiri. Nachdem der Klebereis gekocht wurde, wird er samt einer Füllung zu einer Kugel oder in Dreiecksform gerollt und in knusprig getrocknetem Seetang eingewickelt. Onigiri sind in allen Minimärkten Japans in eigens dafür vorgesehenen Kühlregalen erhältlich. Nach wie vor wird das Sortiment regelmäßig um neue Geschmacksrichtungen erweitert. Puh, wieder die falsche Taste erwischt. Haha, und hier haben wir jetzt, es gibt auch einen Plan B, die Aufzeichnung von Ed über den Geistertransmitter.